Zu Sukkot gibt es zahlreiche Mitzvot, die wir zu erfüllen haben. Wir schütteln die vier Arten, sitzen in der Sukkah und vermehren unsere Freude. Da stellt sich aber die Frage, wieso nennen wir den Feiertag nur Chag HaSukkot? Wieso nicht auch Chag HaRabbat HaMinim? Das muss bedeuten, dass die Mitzvah der Sukkah besonders ist gegenüber den anderen Mitzvot, die wir zu diesem Feiertag machen. Was ist denn eigentlich die Besonderheit der Sukkah? Ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen ist es, ein Dach über den Kopf zu haben. Das geht sogar so weit, dass unsere Weisen sagen, dass jeder Mensch ein Zuhause braucht, um vollständig sein zu können. Das bedeutet natürlich nicht, dass man nur zu Hause sitzen sollte. Wenn ein Mensch ein Zuhause hat, dann gilt die Besonderheit auch dann, wenn er sich außerhalb seiner vier Wände befindet, weil er weiß, dass er jederzeit zurückkehren kann. Also einfach nur die Tatsache, ein Zuhause zu haben, ist die Besonderheit. Unabhängig davon, ob man drinnen ist oder draußen. Und was ist in diesen 7 Tagen unser Zuhause? Richtig, die Sukkah. Jede Sekunde in der Sukkah ist eine Mitzvah. Und noch dazu eine besondere, weil wir sie mit dem ganzen Körper erfüllen. Wir wissen jetzt also, wenn wir eine Sukkah haben und diese Sukkah als unser Zuhause deklarieren, dann sind wir mit der Sukkah verbunden, auch dann, wenn wir nicht in der Sukkah sitzen. Auch außerhalb der Sukkah stehen wir unter dem Einfluss dieser besonderen Mitzvah. Was lernen wir daraus? Shlomo HaMelech sagte, in all deinen Wegen erkenne Gott. Wir haben nicht nur mit Gott zu tun, wenn wir in der Synagoge beten, die Tora lernen und die Mitzvot erfüllen. Tatsächlich erfüllt Gott unser gesamtes Leben. Genau dann, wenn man hinausgeht, arbeitet und mit der physischen Welt zu tun hat, genau da sollte man sich in Erinnerung rufen, ich bin immer verbunden mit dem lieben Gott. Das heißt, wir arbeiten und gehen nach unseren physischen Bedürfnissen, aber nur um dadurch Gott besser dienen zu können. Dann machen wir auch diese weltlichen Angelegenheiten zum Teil von unserem Avodat Hashem. Chag Sameach!